Ja, Tag. Ich hatte eigentlich geplant, einen relativ kurzen Trip zu machen, einfach nur um ein paar Bilder zu machen, irgendwie so 3, 4 Kilometer. Letztendlich wurden es über 30. Warum, zeige ich dir im Video. Herzlich willkommen in Powderhausen. Ja, ich mache jetzt erstmal noch ein paar Höhenmeter und mal gucken, was ich so an Fotolocation finde. Naja, Trails kann man nicht finden. Aber es macht ja auch irgendwie Spaß. Hallo. Die gucken alle so komisch, als hätten sie noch nie einen Radfahrer gesehen. Verstehe ich nicht. Ich habe jetzt mal mein Bike hier in den Schnee gestellt und ein paar Bilder davon gemacht. Ja, und jetzt geht's weiter. Mein Plan ist, Kamera steht schon, ich muss sie nur noch einmal umdrehen, dass ich hier den Weg, was heißt den Weg, ist hier so ein bisschen platt getrampelt, dass ich den Weg verlasse und hier so einen kleinen Bogen fahre. Vielleicht noch ein bisschen die Hinterradbremse ziehe, dass, in der Hoffnung, dass ein bisschen Schnee fliegt. Boah. Ah ja. Ja. Nicht so prickelnd. Ui, ui. Ah ja. Voll verkackt. Nächste Runde. Das ist witzig mit dem Radständer. Ich habe jetzt die Kamera noch mal ein bisschen weiter weggestellt und guckt euch mal die Fußspuren an. Also sind bestimmt 40 cm Schnee. Ich bin doch irre, oder? Also falls ihr mein letztes Video-Tutorial gesehen habt, mit der Stange hinten dran, braucht euch keine Sorgen machen, dass ich die umräume. Ich steige über den Lenker ab. Okay, wo geht's jetzt weiter? Da runter. Oh, ich bin mal gespannt, wann mich das erste Mal so richtig auf die Fresse legt. Lang kann es nicht mehr dauern, so wie ich mich kenne. Vielleicht haben wir noch mal das Glück, eine geile Location zu finden. Ansonsten komme ich morgen nochmal. Ich dürfte jetzt eigentlich auch nicht mehr allzu weit vom Auto weg sein. Wow! Drift um die Ecke. Keine Ahnung, wo wir da rauskommen. Aber es sieht spaßig aus. Ach, fuck. Hey. Hat sich der Ast da blöd in mein Dings verdingst. Normal hätte ich ja einen Bunny Hop drüber gemacht. Nee, war Spaß. Wow, Alter. Und Drift. Und weiter. Oh, hier ist ja fast jungfräulich. Ich glaube, ich muss mal auf dem Handy gucken, wo ich bin. Ich verliere aktuell gerade viel zu viele Höhenmeter. Oh, driften. Ja, Problem. Ich sitze jetzt hier und habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich bin. In die Richtung. Es sieht alles gleich aus. Na, ich habe jetzt schon mal auf Google Maps geschaut. Wenn das hier quasi die... Nee, ich mache es anders. So, ist viel besser. Ich habe hier geparkt, bin da hochgefahren, habe da ein paar Bilder gemacht und auf der Seite vom Berg runter. Wie dumm kann man sein? Jetzt muss ich hier wieder irgendwie den Weg hochsuchen, damit ich da wieder runter kann. Oh Mann.
Eigentlich war ein kurzer Trip geplant, irgendwie so, was weiß ich, 5-6 Kilometer, ein paar Bilder machen, abheim. Ja. Jetzt bin ich irgendwie schon 15 unterwegs. Und ich hoffe, ich finde wieder heim. Grand Malheur. So, ich habe jetzt die Straße gefunden. Und die fahre ich jetzt auch hoch. Da oben kommt dann so eine Hütte. Von da aus kenne ich den Weg wieder. Halt, völliger Halt. Oh. Nee. Ein Glück habe ich noch mal geguckt. Das ist nämlich die falsche Richtung. Alter, bin ich ein Trottel. Oh Gott, vom Pedal abgerutscht. Sollen wir mal gucken. Wenn ich da vorne bin, wo ich war. Oh, ich habe vergessen, meinen Reißverschluss zuzumachen in der Hose. Fast Handy verloren. Da vorne ist ein Parkplatz. Aber das bringt ja alles nichts. Ja, genau. Ich bin da und ich muss dahin. Also da ist der Berg oben quasi. Hier ist höchster Punkt vom Berg. Ich bin da runtergefahren und muss dahin. Was eine Scheiße. Von da bin ich hochgekommen. Und da geht's weiter. Hallo. Ja, das hatte ich schon ein paar Mal, das ist so Hunde. Dann irgendwie nicht auf die Seite nehmen, festhalten oder anleinen. Ihr müsst euch mal einen Spaß machen. Ruft mal zu denen, ja, keine Angst, ich will die Hunde nicht beißen, ich mag nur spielen. Das ist echt witzig, die Reaktion von den Hundebesitzern. Müsst ihr mal probieren. Ich gucke jetzt noch mal ganz vorsichtig auf der Karte. Ja, ist auf jeden Fall schon mal der richtige Weg. Problem ist nur, das ist noch weit. Hallo, Dankeschön. Die gucken alle so, als hätten sie noch nie einen Mountainbiker gesehen. Verstehe ich gar nicht. Ah, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ah, ich gucke lieber nochmal. Sicher ist sicher. Ja. Ich bin jetzt, glaube ich, so gut wie da. So, ich bin so gut wie da. Ich muss jetzt da rechts. Oh, und da steht mein Fuß. Was ein Trip, oder? Naja, passiert. Ich blende dir hier mal zwei Videos ein. Einmal, wie du die GoPro irgendwo hinstellen kannst und dabei Fotos von dir selbst machen. Und einmal, wie du die GoPro an deinem Bike festschrauben kannst und auch Bilder machen. Und wenn dir das alles gefallen hat, dann abonnieren.